Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute stellen wir uns mal die Frage, welche Hardware braucht euer Rechner eigentlich für F1 22? Ich habe mich mal so ein bisschen eingelesen und ich habe herausgefunden, welche Systemkonfiguration euer Rechner für das neue Spiel, was am 28. Juni bzw. am 1. Juli erscheint, eigentlich braucht. Ich werde das Ganze in zwei Spalten machen, und zwar einmal die Minimum-Kategorie und einmal die Empfohlen-Kategorie. Eine Kleinigkeit habe ich noch: Wenn euch das Video gefällt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr es auf jeden Fall mal teilt. Also unterhalb des Videos gibt es diesen Teilen-Button, einfach mal draufhauen und dann mal mit WhatsApp oder Facebook oder Instagram oder Twitter oder was weiß ich was teilen. Das würde mich sehr freuen, denn erstens, mein YouTube-Kanal läuft alles andere als wunderbar, denn ungefähr nur 8% der Abonnenten gucken meine Videos und die restlichen 92%, ja, was mit denen ist, weiß ich auch nicht. Der zweite Punkt auf der Liste ist, wenn das Video häufig geteilt wird, dann wird das auf jeden Fall hier und da vorgeschlagen und das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, denn dann ist es nämlich so, dass wirklich der Letzte davon erfährt und auch vielleicht sogar schon rechtzeitig sein System aufmotzen kann, damit er dann sich nicht wundert, dass er dann F1 22 kauft und dann stellt es sich heraus, dass seine Hardware leider nicht für F1 22 ausreicht. Also, es würde mich wirklich sehr freuen. Es ist nur ein kleiner Klick, aber glaub mir, der ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also würde ich sagen, here we go. Fangen wir mal mit der Minimum-Spalte an. Also, als Prozessoreinheit braucht ihr mindestens einen Intel Core i3 2130. Der hat 2 Kerne, 4 Threads und einen Basistakt von 3,4 GHz. Wenn ihr mehr so für die AMD-Variante seid, braucht ihr mindestens einen AMD FX 4300. Dieser hat 4 Kerne, 4 Threads, einen Basistakt von 3,8 GHz und einen Boost mit bis zu 4 GHz. Was den RAM angeht, braucht ihr mindestens 8 GB und die Festplatte, sagen sie zumindest, man braucht 80 GB. Das würde ich mal eher mit einem Fragezeichen versehen, denn die letzten drei Spiele war es nämlich auch so, dass da 80 GB stand, aber in Wirklichkeit haben wir nur so 30 bis etwa 50 GB benötigt. Was den Grafikbeschleuniger angeht, haben wir Folgendes. Ihr braucht mindestens eine GTX 1050 Ti, diese hat 4 GB an Videospeicher, oder eine AMD RX 470, ebenfalls 4 GB an Videospeicher. Wenn ihr das Ganze auch noch mit Raytracing koppeln wollt, dann braucht ihr mindestens eine RTX 2060, diese hat 6 GB Videospeicher, oder eine RX 6700 XT, diese hat sogar 12 GB an Videospeicher. Wow, nicht übel. So, kommen wir mal zur Empfohlen-Kategorie, denn da sieht das Ganze nämlich wie folgt aus. Da braucht ihr, was die Prozessoreinheit angeht, mindestens einen Intel Core i5 9600K. Dieser hat 6 Kerne, 6 Threads, einen Basistakt von 3,7 GHz und einen Boost bis zu 4,6 GHz. Wenn ihr mehr so auf der AMD-Seite seid und ihr auch eine AMD-CPU haben wollt, dann braucht ihr mindestens einen AMD Ryzen 5 2600X, 6 Kerne, 12 Threads, einen Basistakt von 3,6 GHz und einen Boost mit bis zu 4,2 GHz. Was den RAM angeht, einfach Minimum mal 2, nämlich 16 GB. Was die Festplatte angeht, bleibt das bei 80 GB, aber ich habe es ja eben schon gesagt, so ungefähr 30 bis 50 GB werdet ihr wohl benötigen. Was den Grafikbeschleuniger angeht, sieht es wie folgt aus. Ihr braucht eine GTX 1660 Ti mit 6 GB an Videospeicher oder eine RX 590 mit 8 GB Videospeicher. Wenn ihr das Ganze noch mit Raytracing koppeln wollt, dann sieht das wie folgt aus. Ihr braucht eine RTX 3070 mit 8 GB an Videospeicher oder eine RX 6800 mit satten 16 GB an Videospeicher. So, liebe Leute, jetzt wisst ihr Bescheid. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, reicht euer Rechner für das neue Game aus oder wollt ihr sogar upgraden? Wenn ja, was? RAM, CPU, Festplatte, Grafikbeschleuniger? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Ich werde euch übrigens im angepinnten Kommentar einfach mal mein System reinklatschen, damit ihr auch mal wisst, wie es bei mir hier aussieht. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und tschüss.